friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Loot Rider, beziehungsweise das ist die allererste und zwar die ganze Box liegt jetzt schon fast über 20 Tage hier rum und ich habe es noch nicht geschafft, darüber ein Video zu machen. Schlag mich nicht, jetzt wird sie ausgepackt. Ich habe das total vergessen, die lag hier unten und ich so, ja scheiße, ich muss das noch im Video machen. Gut, und zwar hat mir die liebe Firma Loot Rider so wieder ein Päckchen zugesendet und die öffnen wir jetzt mal. Und da springt mir auch gleich was sehr, sehr Großes ins Auge. So, gut. Ich fange jetzt erstmal an, ja. Ich habe davor noch nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, was drin ist. Man sieht es jetzt gleich so, weil hier irgendwie noch nicht so irgendwie so eine Abdeckung drauf ist oder so, wie es bei vielen der Fall ist. Und zwar haben wir hier einmal so Ninja Turtles Gläser. Warte, ich drehe das jetzt mal, dass ihr das sehen könnt. Was bei dem anderen auch drauf ist, wenn es gehen würde. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, alles auszupacken. YOLO, Leute. Ich glaube, das sind sowieso alles drei die gleichen Gläser. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir haben zwar sehr, sehr viele Trinkgläser und das Fach geht fast über, aber nicht schlecht. Vor allem für meine Brüder. Wenn die hier sind, kann ich denen einschenken. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gut, dann haben wir hier eine leere Verpackung. Okay. Wahrscheinlich irgendeinen Schutz und so. Ah, okay. Und dann haben wir hier so ein T-Shirt. Da steht Demon of Man Geek. Beispiel von Affen zu Leuten, die jetzt am PC sitzen. Richtig nice. Ich mag das Motiv. Das habe ich mir sogar früher mal irgendwo, glaube ich, fast gekauft, wo ich im Urlaub war. Wo war das nochmal? In Deutschland irgendwo. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Freut mich sehr. Sehr, sehr cooles T-Shirt in der Größe, die mir auch passt. So, dann gucken wir auch gleich mal weiter. Und zwar haben wir hier scheint wie ein Comic. Ja, und es ist auch ein Comic. Und zwar ein Batman-Comic. Batman. Ah. Okay, das ist ein anderer Batman. Das ist irgendwie so ein Fledermaus. So eine richtige Fledermaus. Guck mal, Leute. Sehr, sehr cool. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich muss sagen, ich bin ja eh so ein Comic-Fan. Beziehungsweise war ich früher sehr extrem. Aber ich finde solche Sachen immer geil. Vor allem, wenn man die dann aufbehalten kann und irgendwann vielleicht mal seinen eigenen Kindern zeigen soll. Wenn es solche Sachen dann später nicht mehr gibt. Was ich nicht erwarte, dass es in 15 Jahren noch solche Comics gibt. Dann ist alles nur noch digital und Hologramm und so weiter. So, dann gehen wir mal weiter. Hier ist auch was Großes. Und zwar so ein Rucksack. Kennt ihr das? Das kann man dann so nehmen oder kann man so machen, so. Ja, ist sehr, sehr cool. Wird auf jeden Fall irgendwo Verwendung finden. Man of Steel ist ein geiler Film, habe ich auch gesehen. Lohnt sich auch, könnte auch auf jeden Fall reingehen. Und was haben wir denn hier noch? Okay, einmal hier diese Beschreibung, was hier noch alles drin ist. Dann haben wir hier so ein Armband. Packe ich jetzt mal aus. Da steht drauf. Was steht denn da oben? Ich kann es nicht lesen. So, der Fokus will nicht. Ich hoffe, man sieht es von hier so ein bisschen. Ist so ein schwarzes Band mit so einer weißen Aufschrift oben. Das packen wir da jetzt gleich mal drauf. So, gut. Dann gucken wir auch gleich mal weiter. Was haben wir denn hier drin? Hier haben wir noch so ein. Das ist auch schon das vorletzte Ding. Dann haben wir hier so ein Mass Effect 3 Allianz Dual Dog Tag. Hatten wir nicht schon mal in irgendeiner Box so ein Dog Tag? Ich glaube in der allerersten Loot Chest. Das ist nämlich nicht Loot Chest, Leute. Das ist Loot Rider. Das ist auch so eine Firma, nur mit einem anderen Namen und die machen halt das gleiche. Aber ich weiß nicht, von welche Firma da erster war oder so. Cool, ich mag solche Dog Tags. Ich finde solche Anhänger richtig cool. Ich möchte mal so eines haben, wo mein Name irgendwie so eingraviert ist oder so.
Und dann kommen wir schon zum letzten, und zwar einem Loot Raider Sticker. Mal schauen, vielleicht habe ich eine Mappe, wo ich das irgendwo draufkleben kann oder so. Und du hast einen Looter Pass oder suchst einfach nur einen coolen Nerd Game Gamer Stuff, www.lootoverload.com. Hier könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr auch gern zum Beispiel jetzt noch eine Februar-Box hättet oder so. Ich weiß nicht, ob die noch haben, aber ihr könnt ja mal einfach nachschauen. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wert das Ganze war. Das Armband hier. Ah, die Elder Scrolls Online. Ich habe das Spiel sogar. Ja, wäre ich nicht drauf gekommen. Also die Dogtags wären 11,90 fett gewesen. Die Man of Steel, dieser Rucksack da, 14,90. Dann hätte es noch entweder in Spider-Man oder in Ninja Turtles Format das Trinkgläser-Set gegeben für 8,90. Das Batman-Comic für 4,95 €. Das T-Shirt für 19,90 € und die Armbänder für 2,95 €. Ja, ist ja mal nicht schlecht. Finde ich sehr, sehr cool, Leute. Und ja, dann verschließen wir die Box wieder. Ich finde ja diese Verpackungen von diesen Boxen immer richtig geil. Und ich freue mich auch immer voll, wenn man die öffnet. Dankeschön an dieser Stelle nochmal an Loot Raider. Guckt auf jeden Fall vorbei. Die machen echt coolen Stuff. Und natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, das war's. Haut rein. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Unboxings wollt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.